gar nicht mehr, Alter. So, was ist denn jetzt hier mit Jansky? Jansky vor 13 Sekunden. Hier, Jansky vor 13 Sekunden. Was hat Jansky gebaut? Mann, das man aber auch, da kann man sich auch drauf verlassen, ne? Auf Jansky. Da kann man sich auch einfach drauf verlassen, auf Jansky. Wie lang ist es denn? 7 Minuten. Es geht schon wieder wild los hier. Moin Moin Leute und willkommen zu diesem Video. In der heutigen Folge die Highlights der Rennwelten Datalab Serie. Basti geht tauchen. Und Marco fährt im Pitlimit herum. Pitlimit da. Also, geh los. Halt. Weil ich habe mein Arbeitspolo noch an. Und da ist halt das Logo von meinem Arbeitgeber drauf. Das habe ich professionell mit Kreppband überklebt. Ich hatte einfach ein anderes T-Shirt an. Warte mal, wer ist denn der? Das sieht aus wie Porsche. Ja, da war ich zu faul. Ich habe das Kreppband hier in meinem Rick liegen. So wie alles. Ich kann auch gerne noch mal ein paar Döner-Tüten hochhalten. Boah, Lasse, Alter. Mann, Lasse, räum das. Wieso bin ich da? Lasse, Mensch, räum das doch mal weg jetzt da. Die Jugend von heute. Ja, lass es doch. Lass den Meme-Fest beginnen. No, jetzt habe ich dieses Kies da geklippt. No. Ach Mann, ich habe das Kies geklippt, Junge. Hat wieder spannend gemacht, ne? Ja, damit die Leute nicht denken, ich würde sandbaggen. Hat ja doch noch gereicht. Ja, Nürburgring T1 mitten im Bermuda-Dreieck, was soll schon passen? Beim so ein E-Sportler-Rennen hier, das kann nur entspannt werden. Konzentration, Chat. Viel Spaß. Wir bauen einfach uns den Weg durch. Oh ja. Oh ja, der BMW fliegt. Pass auf, da kommt er von innen. Oh. Ah, ja, lol. Mhm. Schön durchkommen. Okay. Mitte, halt ich ihn, wenn es geht. Ja, geht nicht. Oh mein Gott, da ist komplett Carnage. Ich sehe auch, keine Autos. Egal, hier ist gar nichts. Der eine hat die Wiese berührt und ist einfach komplett weggerutscht. Giga Unsafe Rejoin von den Leuten. Ne? Jawohl. Bist du noch da? Alles gut. Digi! Ach Mann. Was für ein... Welcher Idiot? Das sind die E-Sports-Fahrer, ja. Mhm. Also das hier ist so die Creme de la Creme. War das? Fitlimit da. Ach. Spannend, wo kam der denn her? Der hat sich völlig vertan, da konnte ich noch nichts ansagen. Junge, der eine hat alle aus dem Rennen genommen. Halt, haben wir Glück. Also jetzt nicht die zu sehen sind, sondern, ne, also die können schon fahren. Ey, Refunix, was geht, Mann? Na gut, wir sind da P45. Mann, come on, Leute! Ich hab... Parknash, hä? Doch nicht euer Ernst. Also, Junge, der dive schon zum zweiten Mal irgendwo rein. Der fährt echt... Ja. Regen wir uns nicht auf, ne? Ja. Das ist echt unglaublich. Den kannst du mal reporten, bitte. Boah, einen neuen Zettel, Leute. Scheiße, wo soll ich denn das alles hinschreiben? Oh mein Gott, Achtung! Alter, das ist halt, ich krieg, es tut mir wahnsinnig leid, das sagen zu müssen, aber da krieg ich richtig Hass, wenn ich sowas sehe. Da krieg ich richtig Hass. Also ich rede jetzt nicht von den Streamern, die da zu sehen sind, weil mit denen bin ich gefahren, viele Rennen und die können auch fahren und die haben auch Übersicht, ja, manchmal nicht, manchmal ja, aber meine Fresse, das kann doch nicht, was ist denn hier dran, E-Sport, seid ihr bescheuert oder was, als wenn ihr kein scheiß Auto fahren könnt? Auf was fahrt ihr denn? Auf einem 4:3 Bildschirm, 640x480 oder was? Mit Farbtiefe 8 Bit? Es kann doch nicht sein, dass in jeder Rennserie die Leute denken, dass sie in Turn 1 reinhalten können. Du hast doch ab einem gewissen Punkt, irgendwann kannst du doch einschätzen und bringst so viel Wissen mit sich oder mit dir, dass du einschätzen kannst, dass das nicht funktioniert. Oh, das ist unser Auto. Mager. Och, Junge! Mann, was machen die Leute? Guck dir mal die Autos an! Boah! Junge, was machen die denn da hinter mir? Karpin wurde komplett entsorgt und hat mich fast mit entsorgt. Hilfe, Leben am Limit hier heute. Das wird schon die erste Luft, weil hier einfach nichts mehr rumgeht. Oh mein Gott! Warum nehmen wir außenrum die Ehre, weil ich nicht bremsen kann und nicht einlenken kann? Okay. Tschüss. Ja, ich wusste es. Ich weiß nicht, wie man so benagelt sein kann. Das war's.
Warum muss man sowas machen? Warum ist man so benagelt im Kopf und muss da reinhalten? Ganzes Rennen gibt von so einer Scheiße, ey. Mein Gott, ist das ätzend. Jo, die. Digga, das. Egal, einfach. So ein Rennen hab ich auch noch nicht erlebt, ne? Okay, das ist kriminell. Jo, er schubst mich. An, dass ich nicht mal mehr einlenken kann, Alter. Ach, Mann. Ich glaube, er hat dem BMW ein bisschen zu wenig Platz gelassen außen. Ich glaube, es gab die Berührung. Aua, oh, was mache ich? It's not a game. It's a simulation. Haben sie Scheiße gebaut? Kleiner als drei. Die Ingenieure. Oh, die studiert. Ich hab den Bug. Ich bin an meine TC gekommen. Die hat komplett reingekattet. Ich bin an meine TC gekommen, weil ich über den Curb gefahren bin innen. Und dann war ich auf TC off, während die TC angegriffen hat. Und dann konnte ich nicht beschleunigen. Ich habe in diesem Rennen wirklich alles erlebt. Also, was ist dieses Rennen? Jetzt mal ehrlich. Jetzt oder nie, Kinder? Okay. Okay. Ja, schön. Moving and not breaking. Jawohl, so lieben wir es. Also dieses Late Defending, das hat der Mavix gestern schon gemacht in dem Rennen. Ich verstehe das nicht. Er kann doch 5 Sekunden früher rüberfahren, ist doch kein Problem. Nee. Oh, da gab es noch ein zweites Rennen von? Esports, moving under braking, easy peasy. Was ist das für eine Regel? Ich bin schnell, ich darf das. Ich habe nämlich über 5000 I-Rating auf dem Smurf, da darf ich das. Da darf ich einfach fahren wie ein Arsch. Ja, nie ist es so. Weit hinten in Too Weit, ne? Big Good Vibes. Vor dir drehen sich Leute ein. Scheiße. Alter. Ey, ihr müsst euch überlegen, das sind alles Ausschnitte aus zwei Rennen, Alter. Nein, hört drauf reinzufahren. Nein. Oh Gott, Jungs. Das nehmen wir. Ey. Sorry, fuck. Alles gut, Timer, Leute. Achtung, Lambo, oh, crash. Oh. Ist halt sinnlos, wenn Nils so. Junge! Oha! Okay, sorry, ich hab nichts gemacht, Nils. Sorry. Tut mir leid, dass ich da überlegt hab, zu überholen. Ja, Achtung! Nein. Oh, Achtung, Crash von dir? Ja. Was ist das? Oh, Alter, natürlich! Ja, jetzt ist durch. Ich will nach innen und er fährt mich um. Kann ich nichts machen. Willkommen in der Welt des Carnage. Ja, es macht keinen Spaß, leider. Also du musst richtig auf Schmerzen stehen. Das frage ich mich jedes Mal, wenn ich mir das angucke. Du musst doch richtig auf Schmerzen stehen. Ja, jetzt mal 33. 30 Sekunden Schaden. Mann, ey. Der hat den Lambo ja komplett wegkatapultiert. Ach, du kannst doch so keinen Rennen fahren. Der Typ hat nicht eine Sekunde seine Bremse gehalten. Nicht eine Scheißsekunde, Alter. Oh. Und Arnold, H-Seed eSport. Die Profis sind wieder am Start, Alter. SRO fahren und nicht eine Sekunde die Bremse halten können. Was ist los mit den Leuten? Ja. Nils, sorry. Ja. Was macht er? Er hat ja völlig verpasst seinen Punkt. Das ist so ein typischer Noah, es ist unfassbar. Noah hat den Gabelstab, Leute, da war ich das. Der bockt die Autos hoch und schiebt sie beiseite. Ja, Nils, sorry. Ich bremse ja nicht zu früh. Er hat es aber nicht geschafft, weiteren Damage zu verursachen. Das ist schön, das Stint spare ich mir mal, aber abgesehen von den Crashes. Ja, abgesehen von der Position, guter Stint. Ich muss Basten mal reinsenden. Oh Leute, ich hab gar nicht auf die Zeit geachtet. Schon letzte Runde. Oh, dann musst du gleich tauchen, ne? Mhm. Na gut, das sehe ich ein. Was macht er? Um Gottes Willen. Aber das ist doch hier, das ist doch denn, was ist das hier? Warte mal, fährt er. Ja. Das ist doch mit Ansage. Also jetzt mal wirklich ohne Flachs. Jetzt mal ohne Flachs. Krodonas fährt doch wirklich sehr viel Auto. Krodonas fährt doch wirklich sehr viel Auto, oder nicht? Und das weiß doch Krodonas besser als wirklich viele andere Menschen, dass das hier nicht funktionieren kann, schon beim Ansetzen. Oder? Fährt Krodonas gerade? Nee. Ah, nee, er fährt gar nicht.
Das ist Basti, der fährt. Okay, hab nichts gesagt, Entschuldigung. Aber Basti sollte das doch auch besser wissen, dass das nicht gehen kann. Oh, dann musst du gleich tauchen, ne? Mhm. Also ich nehme mal an, dass der BMW optimal da durchgekommen ist. Das funktioniert doch auf gar keinem Planeten, kann das funktionieren. Ey, hier vorne ist der... Warte. Musst du gleich tauchen, ne? Mhm. Hier vorne ist der Bremspunkt. Der BMW ist optimal. Wo willst du denn da hin? Da ist nichts. Da kannst du nicht hin. Das wissen die doch. Na gut. Das sehe ich ein. Was macht der? Um Gottes Willen. Was machen die denn? Gottes Willen. Geht's da um Geld? Da geht's um Geld in der Serie, oder? Aha. Okay, gut. Dann erklärt das alles. Gut. Was war das denn? Was war das denn? Scheiße. Ja, reden wir nicht drüber. Ja, ICP 18, ne? Alles für den Content. Ja, hast gut gemacht. Danke dafür. Was? 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 Danke, Basti. Ja, danke, Basti. Hallo. Hallo. Oh. Das war Kacke. Das war Kacke. Oh Gott. Bagger, das ist einfach der Wahnsinn. Ich habe so das Gefühl, sobald Geld im Spiel ist, ist bei den meisten Leuten einfach das Hirn aus. So, die können alle unfassbar gut fahren und unfassbar schnell fahren. Die haben richtig viel Übersicht. Ist da Geld im Spiel? Kopf aus. Da wird einfach reingehalten. Das ist übrigens auch scheißegal, welche Sim. Du kannst dir ACC angucken, du kannst dir Rennsport angucken. Ey, wenn du dir anguckst, was die bei Rennsport auf diesen großen Events, wo um richtig viel Asche gefahren wird, was die für einen Scheiß zusammenfahren. Also wirklich, das ist wirklich scheißegal, wo du hingehst. Sobald Kohle im Spiel ist, ist einfach Gehirn aus. Da wird um Leben und Tod wird da gefahren. Und Real Life ist auch nichts anderes. Wenn du dir mal von Imsa jetzt hier am Wochenende Petit Le Mans anguckst, das ist genau dieselbe Scheiße. Und ich frage mich immer, ihr müsst euch mal überlegen, die fahren tausende Stunden, tausende. Die können die Autos mit Augen zu, können die fahren. Die haben manche Kurven Millionen Mal angebremst. In zig, hunderttausend Szenarien. Und sie kommen trotzdem noch auf den Trichter, obwohl sie sich hundertprozentig sicher sind, dass das nicht funktioniert, machen sie es trotzdem. Und du denkst dir immer, warum macht ihr das denn? Also in iRacing kenne ich das in der Form nicht. Oh, Reto, da bist du... Da kann ich dir auch mehr als genug Highlights zeigen, wo reingebombt wird ohne Ende. Das ist wirklich scheißegal, in welcher Sim du bist. Also es ist scheißegal. Das spielt keine Rolle. Das ist jetzt nicht so ein ACC-Ding oder iRacing-Ding. Das ist einfach generell so ein Ding. Das ist einfach komplett Banane. Das ist so Banane. Und ich raff's nicht. Vor allen Dingen, wofür? Du machst dabei meistens, also ich sag's immer, das ist so ein Kevin Estre-Move, ne? Das ist so ein Kevin Estre-Move. Wir kennen alle diesen Kevin Estre-Moment, wo er über Rasen überholt. Und er wird als der größte Fahrer auf dem ganzen Planeten der Nordschleife im Mantai Porsche, wird er gelobt. Alle so, yeah! Ja, und dann hast du Kevin Estre, war das dieses Jahr? Hat sich verbremst und rammelt die Karre voll in die Wand, ist er halt an der Stelle dann einfach mal der größte Idiot, den es gibt. Aber diese Sachen, die dort probiert werden, also zwischen diesem Moment, du bist der geilste Typ auf dem ganzen Planeten und du bist scheiße, das ist so ein unfassbar schmaler Grat, der da versucht wird, dass das schon, also da ist halt die Frage, lohnt sich das Risiko dafür, überhaupt einzugehen? Also lohnt es sich halt wirklich? Das ist wild. Also wenn du dir auch mal SRO anguckst, ich kann mir SRO nicht mehr angucken. Ich kann das auch diese Veranstaltung nicht mehr ernst nehmen. Ich kann E-Sports-Events, also gerade jetzt, weil ich nur ACC kenne, bei den anderen kenne ich mich dabei nicht aus. Ich kenne von iRacing auch nur ein, zwei Dinge, die da vorgefallen sind. Ich kann mir das nicht mehr angucken. Das geht nicht. Du nur Carnage. Wie kann denn im E-Sports-Rennen in T1 Carnage sein? Ich raff's nicht. Stehe ich nicht. Schönes Video, Jansky. Oh, ich habe den Like vergessen. Sag mir nicht, es gab ein Outro. Jansky. Hast du schon wieder was versteckt? Ah, Jansky hat wieder was versteckt. Oh, Jansky, ey, der schwarze Bildschirm ist zu lang. Was kommt da? Bin gespannt, wer das eigentliche Briefing macht. Digga, ist doch nicht deren Ernst. Moment, war das VEM? Weil bei VEM haben wir nämlich extra solche Musik eingespielt. Bei Dings hier, bei VEM, haben wir sowas eingespielt extra, weil das halt sehr beruhigend ist. Ganz viel Danke für das schöne Video.